Lahm wird wieder Papa. Also ja, es ist richtig, wir werden nochmal Eltern und da freuen wir uns natürlich. Es steht fest, was es wird. Es wird ein Mädel. Ein Mädchen. Ein Mädchen, genau. Der Verteidiger hat mit seiner Ehefrau bereits einen 4 Jahre alten Sohn. Lahm wird seine Karriere nach der laufenden Saison beenden. Am kommenden Samstag absolviert er gegen den SC Freiburg sein letztes Bundesligaspiel für den deutschen Meister. Gnabry vor Wechsel. Jungnationalspieler Serge Gnabry wird Bundesligist Werder Bremen nach nur einem Jahr wohl wieder verlassen. Wie die Sportbild berichtet, nimmt der Wechsel des 21-Jährigen innerhalb der Liga zur TSG Hoffenheim Konturen an. Als Ablösesumme stehen rund 10 Millionen Euro im Raum. Henrichs verlängert bei Bayer. Ausnahmetalent Benjamin Henrichs verlängert seinen Vertrag beim Bundesligisten Bayer Leverkusen bis 2022. Der 20-jährige Nationalspieler stammt bereits aus der Bayer-Jugend. Ihm sei es eine großartige Sache, dass der Verein, für den er schon seit 13 Jahren spiele, ihm diese Möglichkeit gegeben habe, so Henrichs. Ehrenpreis für Klose. Ein Jahr nach seinem letzten Pflichtspiel hat DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose den Ehrenpreis des Vereins Deutscher Fußballbotschafter erhalten. Der Verein Deutscher Fußballbotschafter zeichnet deutsche Coaches und Spieler aus, die im Ausland zu einem positiven Image Deutschlands beigetragen haben.